Mario und ich, wir haben es geschafft. Wir sind in der Location, die im Moment das ganze Internet beschäftigt. Wir gehen jetzt erstmal gucken, bevor wir hier uns das alles näher angucken. Ach du Scheiße. Tja, heftig. Ja, krass. Ich sag in den Videos, ist mir aufgefallen, immer wieder krass. Den lasse ich mal besser zu. Die ganze Wohnung stinkt nach dem Kühlschrank. Irgendjemand aufgemacht. Schon ziemlich eklig. Ja, ist alles wie so eine Zeitkapsel, wirklich, ne? Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit Leuchten. Wir sind direkt an der Straße. Guck mal da, die dicken Lautsprecher da oben. Ach du Scheiße. Ja krass, ne? Wie kommt man auf die Location hier? Das ist immer so, das. Guck mal, das sind Angelkoffer, ne? Ja. Ein paar Schnäpschen auf dem Boden. Der Spiegel eigentlich voll schön. Ne? So ein, der ist bestimmt beleuchtet von hinten. Weißt du, was ich meine? Oder? Ja. Das ist ein richtig cooler, wahrscheinlich 70er Jahre. Richtig guter, cooler Spiegel. Oh, hier ist auch, ne? Wurde wahrscheinlich. Hier war wahrscheinlich jemand krankes und. Hat man ja schon das Bett gesehen. Und hier zum. Ja. Eieiei. Ja, ich habe gerade die Hupe gehört. Also es ist direkt hier an der Straße. Wir dachten ja wirklich, das ist ein ganzer Gebäudekomplex, der voll ist. Gut, hier sind auch noch Sachen. Warte mal. Der Lichtschalter hier. Ja, Licht geht tatsächlich an. Da ist sie. Ja, die habe ich nämlich schon mal gesehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Der gute Herr Dachs. Oder ist das ein Dachs? Der gute Dachs und ein Frettchen, um Gottes Willen. Und ein Adler. Frettchen, Adler. Es wurde auf jeden Fall richtig krass durchwühlt hier. Hier sind Kisten voller Weinflaschen. Kistenweise Weinflaschen. Hier sind diese ganzen Windows-Sachen und so. Das ist garantiert zu der Wohnung, ja, wo wir oben waren. Ha, geil! Guck mal, dieses Horn. Richtig geil. Oh ja.
Ach du liebes bisschen. Ja. Kein Licht. Aber hier hat man auch gut durchwühlt. Ja, man kommt ja hier nirgendwo mehr so richtig rein. Ganz viele Schweine. Ganz viele Schweine. Ja. Schade, also so richtig gucken kann man nicht. Kommt er hier kaum raus. Oh. Also hier geht auch nirgendwo mehr der Strom im Keller. Was sehr komisch ist, weil oben geht ja alles. Ja. Einfach krass. Man hat halt wirklich alles zurückgelassen. Hier ist ja wirklich. Hier ist wirklich einfach alles noch da. Und alles so alt, ne? Diese ganzen PC-Hefte. PC Welt von 97. Da hat einer alles von PC Welt gehabt. Und diese Ordnung hier auch. Alles PC Welt. Dann hier jede einzelne Mutter und Schraube. Man kommt hier kaum noch durch. Hier ist das Schlafzimmer. Und auch hier wieder. Tote Tiere, also ausgestopfte Tiere. Ist echt überall. Und auch das hier haben wir immer wieder hier gesehen. Schon, ich glaube, die dritte, vierte. Also irgendwo scheint es auch hier Waffen zu geben. Weil das sind echte. Das ist jetzt nichts Gefakedes. Aber eine Waffe selber haben wir hier noch nicht gesehen. Da ist auch wieder eine. Ja. Überall sind die. Das ist ein Kleinkaliber. Die andere war schon, glaube ich, was Größeres. Und überall so IT-Sachen. Ne? Also der Mann, es war wohl ein Mann, weil es sind hier überall pornografische Bilder von ja, einer bestimmten Frauengruppe. Ne? Leider kann ich das nicht ins Video nehmen. Aber es ist schon einiges. Ja. Hey. Guck mal hier. Ein Alkoholtester. Guck mal hier. Eine Patrone. Eine volle? Ja, ne? Ja. Also er hat viele Hefte, Bücher, Kataloge und so immer, ne? Ja. Hier auch wieder alles so, diese Zeitschriften. Und ja, auch diese ganzen Windows-Sachen und ne, also hundertprozentig war das ein ITler. Auch hier hinten Golden-Serie. Kenne ich sogar noch früher, aus meiner Kindheit, kenne ich das sogar noch. Ich weiß noch ganz genau, wie die im Saturn lagen. Ja, Wahnsinn. Ist halt, das hier ist richtig Zeitkapsel, ne? Auch der alte Fernseher. Ah, der hat sogar schon eine externe Fernbedienung, ne, hier. Es gab früher auch welche, da konntest du so die Fernbedienung rausdrücken. Ja. Echt wild, die Wohnung. Naja, und ist halt krass durchwühlt worden. Richtig krass durchwühlt. So, wir werden jetzt aber gucken, dass wir da rauskommen. Es ist draußen schon dunkel.